Jo, moin Leute. Heute möchte ich euch in einem Video noch mal ein bisschen was erzählen zu einem Tarnzelt, welches ich nutze, um aus liegender Position zu fotografieren. Vorweg, ich habe es früher so gemacht, dass wenn ich zum Beispiel Enten an einem Seeufer fotografieren wollte oder Wartvögel oder sowas, dass ich mich unter ein Tarnnetz gelegt habe, am Ufer auf die Tiere gewartet habe und dann irgendwann losfotografiert habe. Das ging soweit auch ganz gut, aber unter dem Tarnnetz liegend, muss ich vorstellen, man liegt dann ein paar Stunden wirklich auf dem Bauch, stützt sich immer auf die Ellenbogen. Das ist unangenehm, geht irgendwann auf die Gelenke und man braucht zwischendurch mal eine Entlastung für die Muskulatur. Unterm Tarnnetz kann ich mich jetzt nicht mal eben hinsetzen, dann würde ich alles verscheuchen, was da vor mir liegt oder vor mir fliegt oder wie auch immer. Und deswegen musste also eine Tarnung her, in der ich mich ein bisschen flexibler bewegen kann. Ja, das ist der Grund, warum ich irgendwann mir gedacht habe, Mensch, hol dir doch auch ein Tarnzelt zur Liegenfotografie. Und entschieden habe ich mich dann irgendwann für das Buteo Fotogear Tarnzelt Falco oder Falco High nennt sich das. Und ja, dazu möchte ich euch mal einen kleinen Erfahrungsbericht jetzt hier rüberbringen. Ich muss dazu sagen, dass ich selbst nie Tarnzelte ausprobiert habe von anderen Herstellern. Also ich kann nur was zu dem Buteo Fotogear High Falco sagen, zu keinem anderen, habt also keine Vergleiche. Ja, dann sind wir schon bei dem Tarnzelt hier. Das kommt in einer so runden Tasche her, wiegt ca. 1,8 Kilogramm, also das ganze Konstrukt hier, und ist somit relativ leicht und ganz gut zu transportieren. Diese Tasche hat zwei, ich sag mal, rucksackartige Gurte, dass ich mir das also auf den Rücken schneiden kann oder auch mal vor die Brust, wenn ich auf dem Rücken was Schwereres habe, Rucksack mit Equipment drin oder wie auch immer, lässt sich das schon ganz gut transportieren. Gewünscht hätte ich mir von Seiten des Herstellers hier vielleicht noch so einen Handgriff oder eine Handschlaufe, weil das lässt sich natürlich auch so tragen, aber es ist auf Dauer so ein bisschen unangenehm, man muss häufiger mal umgreifen, also einfach so ein Henkel dran wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber wenn der eine oder andere von euch nähen kann, kann man das ja vielleicht auch selber anbringen. Ja, also das soweit zur Tasche. Mit dabei natürlich noch eine kleine Tasche mit Zeltherringen. Und ja, das ist eigentlich das, was vom Zelt mitgeliefert wird. Standardmäßig, wir sehen hier vorne ein Fenster, wo jetzt schon das Objektiv und so rausguckt. Das ist nicht das Originalfenster oder ja, Fotoluke oder was, Frontluke, die dabei war, sondern das wäre diese hier. Das hier ist ähnlich wie beim Ameristep, einfach so ein Reißverschlusssystem. Das Fenster wird hier von innen mittels Klettband quasi gegen die Zeltwand vorne rangeklettet und ja, hat hier noch so ein Tarnnetz drin mit einer kleinen Öffnung, wo ich also das Objektiv durchstecken kann und dann hier vorne raus fotografieren kann. Diese Lasche hier, da bietet sich das an, die nach innen durchzustecken, dass jetzt nach außen nicht so ein schwarzes Stoffteil hier raushängt, sondern die würde ich dann so ein bisschen nach innen stecken. Ja, und so wäre die Originalversion vom Zelt. Ich habe hier eine relativ gute große Öffnung, wo ich eben auch nach außen durchgucken kann. Ich sehe also viel von meinem Umfeld. Es kommt aber auch relativ viel Licht rein. Und ich habe so das Gefühl, dass vielleicht das ein oder andere Tier mich dann doch im Zelt erkennen kann, irgendwelche Bewegungen wahrnehmen kann oder Schatten ahnen kann, wie auch immer. Ich muss dazu sagen, ich habe diese Frontluke nie im Einsatz gehabt. Ich habe mir von vornherein das nennt sich Snoot Cover oder Snoot Lens Cover. Das ist auch von Buteo Fotogear, Originalteil, das kostet irgendwie 30, 35 Euro oder sowas, habe ich mir von vornherein dazu geholt. Das wird auch von innen hier gegen dieses Fenster geklettert. Hier kann man so ein bisschen das Klettband sehen, das habe ich nicht ganz sauber angebracht. Und ja, das bietet eben meiner Meinung nach den Vorteil, dass ich hier eine Überziehhülse habe fürs Objektiv, die ich hier auch fixieren kann vorne, dass sie nicht verwackelt. Und sich so meine Konstruktion direkt in die Zeltoberfläche sozusagen einfügt und nicht einfach nochmal so ein Teil ist, was da rausguckt und Bewegung irgendwie so ein bisschen sichtbarer macht für die Tiere vor einem. Ja, soweit zu dem Teil, wo man das Objektiv durchsteckt. Wie gesagt, ich würde empfehlen, mir das Teil dazu zu holen. Zudem bietet das auch noch so ein bisschen mehr Schutz vor Flüssigkeit, falls es jetzt doch mal ein bisschen regnen sollte. Die Außenhaut vom Zelt ist also super wasserabweisend, also eigentlich wasserdicht, würde ich schon sagen. Das schützt vielleicht das Equipment zusätzlich noch mal ein bisschen.
Was sehen wir hier noch an der Front? 1, 2, 3, 4 kleine Öffnungen. Das sind also so Mini-Fenster, die einfach dazu da sind, dass ich die öffne und meine Umgebung so ein bisschen auch mal zur Seite rausgucken kann und so. Und sämtliche Fenster hier in diesem Zelt haben so ein Netz, auch mit Tarnfarben bedruckt, die es eben ermöglichen, nach außen zu gucken, aber so, dass man von außen nicht unbedingt ins Zelt reingucken kann. Also diese Luken, die habe ich in der Regel allesamt geöffnet, um eben auch mein Umfeld entsprechend beobachten zu können. Von innen sind hier noch so kleine Schlaufen eingenäht. Ich muss das Teil also nicht nach außen stecken oder irgendwie rumbaumeln haben. Ich versuche das jetzt mal von außen, sondern ich kann das Netz hier auch in diese Schlaufen einstecken und habe jetzt im Prinzip eine durchgehende Fläche vorne. Ja, das funktioniert mit allen diesen vier Teilen. Genau das gleiche habe ich auch nochmal nur ein bisschen größer hier vorne an diesem Snoot Lens Cover, sagte ich glaube ich, heißt das. Ne? Hier habe ich auch nochmal so ein Mesh oder so ein Netz mit Tarnaufdruck, wo ich also nochmal einen bisschen größeren Winkel vor mir beobachten kann. An der Seite des Zeltes sind noch relativ große Fenster. Vier Stück, zwei auf jeder Seite. Ungefähr, ich habe es nicht im Kopf, aber so circa 40 mal 25 oder 30 Zentimeter. Die genauen Informationen findet ihr aber wie immer auf der Webseite. Da habe ich sämtliche technischen Daten, auch nochmal einen schriftlichen Erfahrungsbericht und ein paar weitere Tipps und Tricks. Vielleicht vergesse ich den einen oder anderen hier im Video zu erwähnen. Also schaut unbedingt mal auf techspeak.de rein, unter Ausrüstung, Schutz und Tarnung. Da wird auch dieses Zelt nochmal ganz detailliert vorgestellt. Also hier habe ich auch nochmal vier Seitenluken, aus denen ich eben zur Seite eben beobachten kann oder aus vielleicht leicht sitzender Position, also in einem Stativaufbau und dann an der Seite auch mal raus fotografieren kann. Ja, die sind, ich würde mal sagen, ungefähr auch in 40 cm Höhe, also über den Daumen jetzt. Nur, dass ihr da einen groben Anhaltspunkt habt, mehr gesagt, mehr Infos auf der Webseite. Zur Perspektive. Das Objektiv guckt ungefähr 15 cm über dem Boden raus. Das heißt, das ist ein sehr, sehr bodennahes Arbeiten möglich. Hier vielleicht gleich ein Tipp dazu. Ich habe mal angelegen vielmehr in dem Zelt an einem Seeufer und plötzlich war Weltuntergang. Also ein Regen noch und nöcher. Und ich habe gedacht, guckst du, dass du das Objektiv nach unten richtest. Dann fließt ja das Wasser ab und läuft hier nicht. Wenn es leicht nach oben gerichtet wäre, könnte ja hier Wasser reinrichten und dann innen auf die Linse laufen. Ich habe es also nach unten gerichtet und habe das nach 2 Minuten bereut. Dann habe ich nämlich gedacht, Mensch, die Regentropfen spritzen vor dir so viel Matsch auf. Das hat mir also im Prinzip einmal innen den Objektiv, die Gegenlichtblende ordentlich versaut. Und auch die Linse, die war voll. Ich meine, die Linse ist ungefähr hier. Das ist schon eine ganz schöne Strecke, die also voll mit Matsch und sonst was. Also falls ihr mal in einen Regenschauer kommen solltet, das ist jetzt natürlich herstellerunabhängig, zieht das Objektiv nach innen, klappt das Ding hier einfach runter, hier dieses Snoot-Cover, und dann ist gut. Zum Thema Wasser kann man vielleicht noch sagen, der Zeltboden ist relativ dünn. Also da ist eine gewisse Zeit lang wasserdicht, aber irgendwann hält er nicht mehr. Vor allem, wenn man dann auf feuchten Untergrund liegt, mit seinem Gewicht noch den Boden so ein bisschen an die Flüssigkeit drückt, dann, sag ich mal, fängt er irgendwann an zu schwitzen. Das heißt, so ein ganz bisschen Wasser perlt durch und das kann durchaus mal feucht werden. Ich habe bisher aber noch nicht in der Pfütze gelegen oder so. Falls ihr wisst, euer Seeufer ist mega schlammig und ihr wollt euch dabei mit dem Zelt hinlegen, empfiehlt es sich eventuell für längere Ansitze oder wenn man eben nicht feucht werden möchte, vielleicht nochmal einen Zeltboden extra zu holen, also eine Zeltplane, die hinzulegen und das Zelt darauf aufzubauen, dass ihr also wirklich auch von unten wasserdicht oder vor Wasser geschützt seid. Von oben ist das Zelt soweit wasserdicht, also ich habe wie gesagt schon den einen oder anderen Regenschauer oder auch längere Nieselregen oder so damit oder da drin verbracht und von oben ist bisher kein Wasser durchgedrungen. Das Zelt hat an allen vier Ecken extra Schlaufen, wo ich das also mit Zeltherring fixieren kann. Ist soweit klar. Dann haben wir hier nochmal so Zeltstrippen irgendwie, wo ich das Zelt eben nochmal so gegen Wind und so ein bisschen seitlich nochmal absichern kann. Ich habe die hinten jetzt nicht rangemacht, aber hinten sind auch nochmal zwei von diesen Dingern dran und steht somit wirklich sehr stabil. Was vielleicht gut zu wissen ist, das Zelt ist, kann das hier irgendwo sehen, von innen komplett schwarz beschichtet, also so wie hier. Das heißt, das dringt von außen wirklich kein Licht ein
Und ihr werft jetzt auch keinen Schatten an die Zeltwand oder so, wenn die Sonne mal hinter euch stehen sollte. Also das ist wirklich soweit komplett gut geschützt. Ja, das Zelt ist insgesamt 2,30 Meter lang, aber das ist wirklich hier bis zur Vorderkante gemessen. Ich bin genau 2 Meter lang, ich passe in das Zelt rein, kann darin gut liegen und ja, bin, was die Größe angeht, wirklich zufrieden. Das könnte von mir aus noch mal 10 cm länger sein oder so, aber das ist kein Beinbruch. Das Zelt ist dazu geeignet, um da drin auch mal zu übernachten, zumindest wenn die Nacht dann einigermaßen trocken ist und vor allem der Untergrund. Ich kann mir eben das vorne ein bisschen aufklappen, dass man ein bisschen reinschauen könnt. Ich habe hier drin liegen. Ja, das ist, ich glaube, eigentlich ist das so eine kleine Hundematte oder so. So ein bisschen gepolstert. Das habe ich ganz gerne unter der Brust bzw. unter den Armen liegen, dass man hier so ein bisschen gepolstert ist. Dazu kommt immer noch mal so eine Bundeswehr-Isomatte. Da liege ich dann im Prinzip komplett drauf. Füße da, Kopf hier. Und wie gesagt, unterm Oberkörper noch mal ein bisschen so eine zusätzliche Polsterung. Ist alles schweineleicht. Die Bundeswehr-Isomatte ist auch super. Schützt auch gegen Nässe und die lässt sich ungefähr auf DIN A4 Größe zusammenfalten, hat also ein kleines Packmaß. Ja, dann haben wir im Zelt innen, kannst du mal aufmachen. Ich hoffe, ihr könnt das aus der Perspektive erkennen. Hier halt Fenster, 4 Stück, wie gesagt, 2 an jeder Seite. Da könnte man also, weiß nicht, mit einem Bällebach Mini oder so, mit einem kleinen Stativ eben auch zur Seite raus fotografieren, zumindest rausgucken. Was ich gerade feststelle, ich habe es halt noch nie zur Zeit raus benutzt, von innen, die Tarnstoffe, die lassen sich nicht abnehmen. Also dann müsstet ihr die rausschneiden. Gut, also rausfotografieren geht nicht mal eben, aber rausgucken geht wunderbar. Dann habe ich im Zelt noch links und rechts jeweils, ich hoffe, man sieht das, hier so eine kleine Tasche. Ich würde mal sagen, so 20 cm lang, 10 cm hoch. Da kann man halt mal ein Handy reinschmeißen oder weiß nicht, ein paar Akkus, Telekonverter, damit das nicht im Zelt rumfliegt. Ja, dass man drin schlafen könnte, habe ich schon erwähnt. Die Rückseite vom Zelt ist jetzt fürs Video nicht so interessant. Die entspricht der Vorderseite, nur dass ich da eben keine Öffnung habe zum Rausgucken. Ich habe aber an der Rückseite 2 Reißverschlüsse, das heißt einmal für ein Tarnnetz, Tarnstoff, der auch bedruckt ist, auch dieses Netzartige hier, also im Prinzip entspricht das dem Teil. Ja, das kann ich also einmal mit dem Teil zumachen und dann habe ich noch eine zweite Zelttür, die eben aus diesem Stoff besteht, wenn ich das wirklich komplett dunkel haben will, dass ich das ja, also einmal so komplett abdichte. 2,30 Meter lang habe ich erzählt, von der Höhe ist das so, also ich kann, ihr seht ja selber, nicht aufrecht drin sitzen, aber man kann sich durchaus mal auf dem Hintern hocken oder ein bisschen gebeugt hinknien oder sowas geht, um einfach mal seine Position und seine Lage zu verändern. Also da bin ich mit dem Teil wirklich sehr zufrieden. Ich nutze das Zelt ausschließlich mit einem Groundpod oder auch Skimmer genannt. Der hier ist jetzt von Huga Nature. Ich habe da super Erfahrungen mitgemacht. Das habe ich auch im anderen Video schon mal vorgestellt, wo das um die bodennahe Fotografie geht. Da habe ich verschiedene Stative und eben das Teil hier vorgestellt und Beanbags, also Bodensäcke und so weiter. Da könnt ihr mal reingucken, da findet ihr nähere Infos oder sonst auch auf der Webseite techspeak.de. Da ist das auch zu finden. Hier habe ich in diesem Fall jetzt ein Gimbalhead drauf, ein alter von Roller. Ich glaube, der wird schon gar nicht mehr hergestellt. Früher hieß der mal Fotopro WH30 oder auch WH10. Auch dazu findet ihr Informationen auf der Webseite, falls ihr mal gebraucht so ein Teil kriegen solltet. Ganz gutes Ding. Warum habe ich das? Einfach um auf die Höhe von ca. 15 cm zu kommen, die ich brauche, um aus dem Zelt raus zu fotografieren. Die zweite Sache ist, dass das Zelt relativ schmal ist. Ich meine, das sind 90 cm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wenn ich jetzt einen Tripod habe, also ein Stativ oder die ich habe, haben auch, wenn ich die Stativbeine nicht ausfahre, relativ lange Stativbeine. Also wenn ich jetzt die alle drei wegklappe, 2 nach vorne, dann sind die nicht lang genug, um die im Zelt auszufahren. Das heißt, ich müsste das Stativ, 2 Beine quasi hier durch die Tür unten rausgucken haben. Sonst ist das hier einfach nicht groß genug, das ist zu eng.
Und Nachteil wäre das dritte Stativbein, wenn zwei so gehen, geht ja dann in die Richtung. Das heißt, ich würde drauf liegen. Wenn ich es anders drehe, dass ich zwei nach innen mache, dann passt es wieder von der Breite des Zeltes nicht. Also da bräuchte dann ein entsprechend kleineres Stativ oder eben so ein Groundpot oder einen Bodensack oder wie auch immer. Da müsstet ihr euch dann entsprechend für euch eine passende Lösung einfallen lassen. Das Zelt an sich kostet ungefähr 130, 140 Euro. Dann kann man, oder würde ich empfehlen, halt wie gesagt, dieses Nude-Cover nochmal dazu zu holen. Ihr habt jetzt den Vergleich gesehen. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Da seid ihr auch nochmal mit ca. 30, 40 Euro dabei. Ansonsten Zeltstangen und so, wie gesagt, das war alles mit vorhanden. Ja, ich kann das Zelt also soweit empfehlen. Ich kann das ja mal eben ganz grob so ein bisschen zusammenbauen. Ich ziehe also einmal die ganzen Zeltstangen eben raus, dann habt ihr das mal gesehen, wo wir beim Thema Abbauen sind. Ich fange mal beim Thema Aufbauen an. Der Hersteller sagt, das dauert ca. 10 Sekunden. Ich weiß nicht, was er damit meint. Also man hat das in 10 Sekunden durchaus aus der Tasche geholt, das ist nicht das Problem. Aber ich habe es noch nie geschafft, das in 10 Sekunden aufzubauen. Das dauert schon ein bisschen länger, ist aber trotzdem wirklich schnell gemacht. Also das ist nichts, wo man jetzt eine halbe Stunde mit beschäftigt ist. Ich kann das System ja mal eben vorführen. Wir haben ja also drei Zeltstangen, die so für sich quasi, ich sag mal, jetzt einen Halbkreis bilden. Und ich muss die in eine runde Tasche reinkriegen. Das bedeutet, die Zeltstangen biege ich einmal zusammen und stecke die einfach in eine entsprechende Hülse dafür. Und ja, dann habe ich das Zelt auf der späteren Packgröße. Eine Sache fällt mir dazu noch ein. Wenn das Zelt so im Schlamm steht, habe ich hier in der Hülse manchmal so ein bisschen ja, Schlamm drin, kleine Steinchen, wie auch immer. Was sich da anbietet, nehmt einfach so einen Zelthering, kratzt da einmal durch. Dann habt ihr die Hülse wieder frei von irgendwelchen Hindernissen oder ja, Schlamm oder so, dass ihr das auch wirklich wieder zusammenstecken könnt. Das mache ich genau dreimal. Für jede Zeltstange einmal. Also nicht weiter wild. Und schon habe ich das Zelt auf mein Packmaß zusammengefaltet. Ich kann das in die Tasche stecken und fertig. Und so schnell wie der Abbau geht ungefähr auch der Aufbau. Man muss sich natürlich eine schöne Position suchen. Vielleicht so ein bisschen dem Umfeld anpassen. Dafür, achso, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe im Video. Dafür gibt es am Zelt verschiedene Schlaufen, die angebracht sind. Wo ihr also mal ein paar Stöcker oder ein paar Schilfheimen oder sowas zur zusätzlichen Tarnung anbringen könnt. Des Weiteren nutze ich das Zelt relativ häufig noch mit einem Tarnnetz. Das heißt, ich habe hier nochmal ein Tarnnetz, was ich komplett über das Zelt drüber schmeiße, weil ich oft an Ufern liege, die halt so ein bisschen Vegetation haben, um dann nicht ganz so als brauner Klotz in der Landschaft aufzufallen. Und ja, damit lässt sich wirklich super gut arbeiten. Wie gesagt, es ist soweit sehr leicht, gut zu transportieren. Und ich bereue das nicht, das gekauft zu haben. Das nutze ich wirklich regelmäßig. So, jetzt haben wir alles wieder komplett verstaut. Das Ding, wie gesagt, das führe ich nicht mit. Das liegt zu Hause im Schrank. Das Original Frontlukenteil. Ja, das ist ungefähr das Packmaß und ist wie gesagt sehr leicht. Ich glaube, das sind ehrlich gesagt noch nicht mal 1,8 Kilo. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar noch ein bisschen leichter ist. Ja, soweit zum Boteo Fotogear. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Hat mich gefreut. Wenn ihr möchtet, lasst einen Kommentar da oder schaut eben auch mal auf der Webseite techspeak.de nach. Link und so weiter ist alles unter dem Video angegeben. Und ja, da wie gesagt sind auch noch mal weitere Informationen dazu, ein paar technische Details, Beispielbilder und so, aber da werde ich bestimmt auch ein paar im Video einblenden. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao!